Am Dienstag fand im Café Montfort in Bregenz die erste Panini-Sticker-Tauschbörse Vorarlbergs zum neuen Sammelalbum der Euro 2008 statt. Der Ansturm war noch nicht allzu groß, aber das kommt noch. Die Leute haben noch nicht so viele Sticker sich gekauft, dass man tauschen kann und so weiter. Aber es wird kommen, das wissen wir, dass das sehr stark wird. Und wir haben jetzt noch 5 solche Tauschbörsen vor uns, wovon die nächste Tauschbörse am 17. Mai im Lebensraum in Bregenz bei dem Sozialzentrum Maria Hilf ist. Alle Kinder bekommen von 9 bis 13 Uhr eine kleine Überraschung geschenkt. Die weiteren Termine zum Tauschen sind 24. Mai Sparmarkt König in Lustenau, 3. Juni Café Montfort in Bregenz, 7. Juni Friseursalon Peter in Dornbirn und das große Finale mit der Übertragung von 2 Spielen der Europameisterschaft findet am 14. Juni in Lochau statt. Was macht eigentlich die Faszination des Stickersammelns aus? Die Faszination, glaube ich, ist das Stickalbum vollzukriegen mit den Stickers. Das macht's aus. Also am Anfang ist natürlich durch den Preis oder was sagt man, so viel muss man da sammeln. Aber wenn man dann merkt, das hat man auch heute gemerkt, waren nur ein paar Leute da, aber es war die Freude, war schon da. Manche gingen nur mit 10 Stück ab. Ich habe zum Beispiel mein Album heute vollgekriegt, das österreichische. Also ich glaube, das wird dann immer mehr, wenn man merkt, dass immer weniger und weniger zum fehlt. Umso ehrgeiziger wird es, umso mehr schaut man, dass man es dann kriegt. Gegenüber dem neuen Album sind die Sammler nicht immer ganz unkritisch. Es ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es wirklich sehr frisch ist, weil es ist erst seit 2 Wochen bei uns in Österreich heraus, habe ich es noch nicht so ganz durchgeschaut. Ich habe schon einiges gehört und auch von Sammlern gehört, dass einige Spieler fehlen. Klar, Panini muss sehr früh anfangen, das zu drucken, da steht noch nicht fest, wer mitspielt und so weiter. Aber ich sage, vom Design her gefällt es mir sehr gut. Es passt schon. Es ist halt ein Haufen zum Sammeln immer. Das sind zum Beispiel jetzt ist gerade drinnen hinten, ich glaube die letzten 15 oder 20 Bildchen sind einfach so Bildchen dazu gemacht worden. Müsste nicht sein, aber ist drinnen. Für die Schweiz gibt es dieses Jahr ein Spezialalbum. Schweiz ist ja die Hochburg der Panini-Sammelstickers, das muss man auch dazu sagen. Ist auch ganz gewaltig, das zum Sammeln. Die haben auch vor 6 Wochen schon das bekommen. Was dort ist, ist, das Album ist fast gleich, nur auf der Titelseite steht eben oben, dass es ein Schweizer Album ist. Und drinnen ist extra noch ein Poster, wo die Schweizer Nationalmannschaft dann extra zusammen ist. Kann man aber nur in Schweiz, gibt es auch nur in Schweiz zu kaufen. Also nicht in Europa oder wo, sondern wirklich nur in der Schweiz. Und das ist aber ein Dankeschön gewesen von Panini an die Schweizer Sammler, weil die wirklich, da ist extrem das Sammeln da drin.